Corvette, Porsche, Ferrari. Wessen Puls schießt beim Anblick dieser Boliden nicht in die Höhe? Diese Autos sind Dynamik und Schnelligkeit pur. Was hier zählt, ist Leistung. Serienmäßig verfügen die Supersportler schon über 500 oder 600 PS. Doch es gibt Leute, denen ist das noch nicht genug. Was diese Boliden nach einer Frischzellenkur nun wirklich unter der Haube haben, können Sie heute testen. Der Tuner SKN aus Bensdorf hat zum Dyno Day geladen. Ja, der Dyno Day wurde von Evocars und SKN ins Leben gerufen, einfach um Motorenthusiasten die Möglichkeit zu geben, mal die wahre Leistung ihres Fahrzeugs herauszufinden. Freddy ist stolzer Besitzer dieses Boliden. Er ist extra aus Ostfriesland angereist, um sein schwarzes Ungetüm auf dem Prüfstand zu testen. Das ist ein Chevrolet Camaro 2SS L99, 6,2 Liter V8. Die Highlights, also fangen wir mal vorne an. Das ist einmal der Frontspoiler, den habe ich mir handfertigen lassen. Felgen sind ein Highlight, das sind 22 Zoll Forgiatos. Visual heißen die. Sehr schön sind die neuen Rückleuchten. Gibt es auch käuflich nicht zu erwerben. Wurde von einem Forumskollegen von mir gebaut. Muscle Car Fan Freddy will sich eben unbedingt von der Masse der anderen 0815 Camaros abheben. Deshalb hat er etliche Teile individuell anfertigen lassen. Neben den bereits erwähnten Rückleuchten und Frontspoiler hat der Camaro eine Folierung mit roten Elementen bekommen. Außerdem besondere Chevy-Embleme, Seitenschweller, Cutouts und eine Umrüstung auf LPG. Der Gesamtwert dieses Fahrzeugs liegt jetzt bei 45.000 Euro. Serienmäßig hat der Camaro mit Automatikgetriebe 405 PS. Dank Leistungssteigerung sollte er 430 bis 450 PS unter der Haube haben. Ob das wirklich der Fall ist, möchte Freddy heute herausfinden. Hallo, du bist der Nächste, beziehungsweise dein Auto. Ja, danke schön, danke schön. Okay, wir werden jetzt messen, wir werden die Haube gleich ein bisschen aufstellen mit so einem Werkzeug, dass ein bisschen Zuluft im Motorraum reinkommt, beziehungsweise die Stauwärme ein bisschen raus. Ja. Wir haben zwar schon bestimmt viel mehr Gebläse vom Auto als viele andere, aber deswegen wollen wir ja keinen Stresstest hier machen mit dem Auto, sondern eine Leistungsmessung. Die Lüfter sehen gut aus, ja. Wir wollen einen Leistungstest machen, keinen Stresstest, ne? Dann geht's auch schon los. Doch zuerst muss das PS-Monster an die Leine gelegt bzw. verzurrt werden. Damit die teuren Felgen dabei nicht zu Schaden kommen, benutzt das SKN-Team gummierte Haken. Doch Freddy wirkt etwas nervös. Ja, ich gucke noch mal. Mein Bedienungstool hier. Das ist natürlich einmal ins Auto. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe auch, dass sie Gurte halten. Dann gibt der Meister ordentlich Gas. Gemessen wird im vierten Gang. Hier hat der Camaro fast eine direkte Übersetzung. Bei 6000 Umdrehungen schaltet sich allerdings der Bauteilschutz ein. Da haben wir ein Leistungsdiagramm. Hier sieht man an der rosafarbenen Linie, das ist der Drehmomentverlauf. Ich habe hier bei etwas über 2000 Umdrehungen angesetzt mit dem Drehmomentmessen. Habe hier ein maximales Drehmoment von 565 Newtonmeter. Das ist schön. Und die Nennleistung ist die grüne, also die Motorleistung. Schön gerade von 5 bis 6000 Umdrehungen, ganz gerade Leistungskurve hier. Hat hier 290 kW. Das Ganze in Papierform. Einmal für dich. Im Großen und Ganzen ganz gut.
Leider wegen den Temperaturen heute hat er nicht das geschafft, was ich mir erhofft habe. Aber 308 kW war der erste Durchlauf. Sehr gut. Das, was er auch haben soll. Amerikanische Autos tendieren eher dazu, dass sie weniger PS haben als das, was angegeben ist. Aber im Großen und Ganzen schon zufrieden. Wäre schön gewesen, wenn es heute etwas kühler gewesen wäre. So bleibt der Camaro mindestens 10 PS unter seinen erhofften Möglichkeiten. Eines nach dem anderen rollen die Autos herein und werden vermessen. Der Hightech-Prüfstand ist für eine Leistung von bis zu 2000 PS und Geschwindigkeiten bis 400 km/h ausgelegt. Es handelt sich hier um einen Allrad-Prüfstand des Herstellers Schneider AHS. Auf dem Allradprüfstand kann man eine Leistung bis 700 kW pro Achse messen. Das entspricht eben 1000 PS pro Achse. Die Besonderheit des Prüfstandes ist, dass es sich hierbei um eine aktive Verlustleistungsmessung handelt. Bei vielen anderen Prüfständen ist es so, ich messe die Radleistung und lasse das Auto dann runtertouren und in dem Moment wird die Verlustleistung gemessen. Hier ist es anders, hier werden zwei Prüfzyklen gefahren. Der erste Zyklus ist eben die Radleistung, die man misst und im Anschluss wird das Fahrzeug vom Prüfstand beschleunigt und das ist die Besonderheit und wird aktiv die Verlustleistung gemessen und die wird hinterher auf die Radleistung draufgezählt. PS-Sucht kennt übrigens keine Altersgrenzen. Das beweist der 63-jährige Besitzer dieser Corvette Z06. Ich habe mir das Auto eigentlich gekauft. Viel Leistung, gutes Fahrwerk, gute Bremsen und wenig Geld. Weiter geht's beim SKN Dino Day. Jetzt ist ein ganz besonderer Bolide an der Reihe. Dieser Ferrari 599 GTO mit 670 PS ist bis jetzt das Highlight in Benzdorf. Also für mich ist eigentlich am wichtigsten am Fahrzeug, dass es, da ich ein Rennfahrer bin, dass das Auto eine sehr gute Performance an den Tag legt. Also das Auto muss einfach Rückmeldung von der Fahrbahnbeschaffenheit geben. Es soll stark motorisiert sein für mich, weil ohne dass es herablassend klingen soll, dass Autos mit geringerer Leistung nachher in der Fahrdynamik einfach dann in Anführungsstrichen ein Stück weit langweiliger und spektakulärer zu fahren sind. Also es soll immer so sein, dass der Fahrer das Limit des Fahrzeugs eigentlich darstellt, dass das Fahrzeug also mehr kann und man dann als Fahrer insofern das Bestmögliche aus dem Fahrzeug eigentlich herausholt. Marc steht eben auf schnelle und exklusive Gefährte. Jetzt kommt das limitierte Sondermodell auf den Prüfstand. Auch Technikexperte Olli hat sichtlich Spaß am Testlauf. Ja, eins will ich dir sagen, Klang ist geil, Leistung ist auch gut. Zwar ein bisschen weniger als Leistungsangabe vom Werk. 481 kW bei 8200 Umdrehungen. Ja. Das ist ein guter Wert für die Witterungsverhältnisse hier. 593 Newtonmeter. Ich glaube, da kann man mit zufrieden sein. Gerade wenn man den Verlauf betrachtet, ist wirklich toll. Ja, das sind umgerechnet in PS? 654 PS. Jo. Ne? Ja. 670 geht, glaube ich, sehr gut in Ordnung. Das geht, glaube ich, in Ordnung. Doch was jetzt kommt, übertrifft alle Erwartungen der Besucher. Rennfahrer Marc hat als besondere Überraschung für den Dino Day dieses knallorange Überautomobil im Gepäck. Ja, das ist das zweite Highlight heute, ein Gumpert Apollo. Ein Auto, was in Deutschland, in Ostdeutschland, in Thüringen, in Altenburg gebaut wird. Das Auto ist mir gerade vom Werk überarbeitet worden mit einer neuen Getriebe, neuen Kupplung, neue Antriebsstränge und allem. Und soll jetzt noch modifiziert worden sein auf den aktuellsten Stand. Und es soll theoretisch 750 PS generieren. Das Rennauto mit Straßenzulassung wird seit Ende 2005 gebaut. Angetrieben wird es von einem 4,2 Liter V8 Biturbo. Mit unter 1200 Kilogramm Leergewicht schafft der Apollo eine Beschleunigung auf 100 km/h in 3,1 Sekunden. Nun soll der Renner sein Potenzial auf dem Prüfstand beweisen. Kann das mit der ultraflachen Karosserie überhaupt funktionieren? Doch was ist los? Der Apollo muss wieder raus.
Es scheint wohl Probleme zu geben. Also mal schauen, ob wir den Diffuser abgebaut bekommen, wenn das funktioniert. Weil ich möchte nur wirklich gern wissen, der Wagen soll ja nicht umsonst den Weg hierher gemacht haben. Wollen wir hoffen, dass wenn der Diffuser abgebaut ist, dass man dann vielleicht klarkommt. Das sind also wirklich, wir reden hier um Haaresbreite, das sind irgendwie ein paar Millimeter, wo er aufliegt. Aber wenn, wir haben es vorhin an den anderen Fahrzeugen gesehen, wenn dann das Auto noch überhaupt in Bewegung kommt, dann wird er anfangen zu tanzen. Und dann würden wir das Auto wahrscheinlich hier gar nicht in den Prüfstand genau reinbekommen, weil das Auto ist sehr leicht und es muss verspannt und verzurrt werden nach unten. Und wenn er dann an irgendeiner anderen Stelle aufliegt, dann wird es eben auch gefährlich. Deswegen. Nach einer kurzen Begutachtung machen sich die Mechaniker ans Werk. Ob der Plan funktioniert? Zweiter Versuch. Alles scheint glatt zu laufen. Die Messung kann stattfinden. Doch dann ein erneuter Abbruch. Was ist dieses Mal schiefgelaufen? Die gesamte SKN-Crew und Besitzer Mark sind enttäuscht. Ja, leider nur halb befriedigend. Das Problem ist, hier ist ein Leistungsprüfstand, wo nur die hintere Achse angetrieben wird und die vordere Achse nicht mitläuft. Und das Problem ist, dass dieses Auto vorne am Vorderrad Sensoren hat, ABS-Sensor und die gesamten anderen Sensoren. Und die müssen mitlaufen, sonst gibt er die volle Leistung nicht frei. Das heißt, das Auto ist jetzt elektronisch bei 5000 Umdrehungen abgeregelt. Bei 6800 Umdrehungen hätte er normalerweise den Leistungszenit. Aber auch ohne korrekte Messung ist der Gumpert Apollo der krönende Abschluss beim SKN Dyno Day. Doch dann heißt es Tor zu und tschüss. Bis zum nächsten Mal.